Insofern bitte ich jetzt als erstes zu mir, und so würde ich es machen, kurze Eingangsgespräche hier am Pult zu mir. Karl-Heinz Müller von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung ist bei uns und wir freuen uns natürlich darüber. Ich habe gerade gesagt, und da kommen wir direkt mal in die Mitte, Reset-Taste. Man hat versucht, auf die verschiedenen Gruppen zuzugehen, unter anderem auch auf die Ärzte. Der Moderator behält das Mikrofon immer in der Hand, Frau Bredehorst. Das versuche ich auf jeden Fall. Die Reset-Taste ist gedrückt worden. Wenn Sie das Jahr noch mal so Revue passieren lassen, wo stehen wir da im Moment und was hat es gebracht? Also es war zwingend notwendig, dass die Reset-Taste gedrückt worden ist, weil wir eigentlich einen Stillstand in der Gematik hatten und nicht das erreicht hatten, was wir wollten. Die elektronische Gesundheitskarte ist das eine Thema, aber die Akzeptanz der Karte ist das andere Thema. Das gilt sowohl für den Patienten, wie aber auch für die Ärzteschaft. Und beides war vor dem Reset nicht da. Wir können jetzt sagen, durch das Reset sind zwei Probleme gelöst. Erstmal, die Arztpraxis ist in der Lage, die Online-Anbindung, die irgendwann mal kommen wird sicherlich, getrennt von der Praxissoftware EDV anbinden zu können. Das zweite ist, Mehrwertdienste sind definiert worden. Der Notfalldatensatz, das wird sicher Herr Kollege Bartmann nochmal drauf eingehen, wird nochmal aktualisiert. Aber insbesondere die Mehrwertkommunikation, die zwingend erforderlich ist zwischen den Ärzten, zwischen den Arztpraxen, Hausarzt, Facharzt, genauso wie Krankenhaus, Fachärzte, Krankenhaus, Hausarzt und rückwärts ins Krankenhaus hinein. Das ist jetzt gewährleistet durch die Kommunikationsinitiative, die wir gemacht haben. Und wir gehen ja noch einen Schritt weiter, dass jetzt möglicherweise eben auch das Thema Patientenquittung über die Karte abgewickelt werden kann. Das ist eine Forderung auch der Ärzteschaft, zum Beispiel Bürokratieabbau im Sinne von nicht mehr das Ausstellen der Quittung in jedem Fall, sondern Dokumentation auf der Karte. Das sind, glaube ich, Punkte, die das Reset gebracht hat. Und Frau Staatssekretärin Bredos hat es dargestellt. Wir erwarten im ersten Quartal die Ergebnisse, die der Gesellschaftsversammlung vorgelegt werden. Und dann werden wir sagen können, es hat gelohnt. Wenn wir uns jetzt nochmal ganz grundsätzlich fragen, gerade auch in der Ärzteschaft hat es ja eher mehr als weniger Konflikte gegeben. Glauben Sie, dass man jetzt mit dieser Art der Methode da eher auf einem besseren Weg ist, sodass, wenn wir uns in einem Jahr treffen, wir nicht mehr darüber reden, was wir machen wollen, sondern dann eher vielleicht beurteilen können, was wir gemacht haben? Ja, ich glaube, das wird immer einen Teil der Ärzteschaft geben. Das hat ja auch die Befragung der Bundesärztekammer gezeigt, die der Sache äußerst skeptisch gegenübersteht. Aber ein Großteil der Ärzteschaft, zwei Drittel, stehen der Sache aufgeschlossen gegenüber. Das heißt, wenn Sie die Mehrwertdienste erkennen, dann werden Sie der Sache angetan sein. Wir haben ja auch eine Parallelität zu verzeichnen. Ab 1. Januar ist die Online-Abrechnung etwas, was für die Arztpraxis vorgeschrieben ist. Die Online-Abrechnung ist die eine Seite, der sichere Kommunikationsweg der andere. Und da haben das KV-System, die KBV, vorgearbeitet jetzt auch in den vergangenen Jahren. Mit dem KV-SafeNet und FlexNet haben wir Strukturen geschaffen, die diese sichere Kommunikation dann auch ermöglichen. Und somit wird auch ab Januar mit dem elektronischen Arztbrief mit Ablage in die Praxis-EDV wirklich der Mehrwert erkannt werden und wird zu einer deutlichen Bürokratieentlastung beitragen. Und das wird die Akzeptanz erhöhen. Herr Müller, herzlichen Dank. Sie nehmen Platz in unserer Runde. Und ich bitte, wo haben wir ihn? Herrn Bartmann zu uns als denjenigen, der natürlich gerade in der Ärzteschaft immer ganz besonders sich um diese Dinge kümmert. Herr Bartmann, die Umfrage ist gerade schon angesprochen worden. Herr Müller hat darauf verwiesen. Wie ist denn das Verständnis innerhalb der Ärzteschaft, auch gerade wenn wir die Zahlen uns nochmal Revue passieren lassen? Naja, also wir haben ja gefragt nach der Akzeptanz von Telematik und Telemedizin, ja, was in gewisser Weise systematisch nicht so ganz korrekt ist, ja, weil Telemedizin ist ja nur ein Teilbereich von Telematik. Ja. Telematik ist letztendlich die Grundvoraussetzung, ja, dass das überhaupt funktionieren kann. Wir waren nicht überrascht, ja, dass für die Telemedizin ja so ein hohes Maß an Zustimmung ja, dort spontan zu verzeichnen war, von 87%, also deutlich mehr als drei Viertel. Überrascht waren wir, dass das Gleiche für die Telematik zutraf, ja, weil der Begriff der Telematik doch sehr eng emotional verkoppelt ist ja mit der Diskussion über die Gesundheitskarte. Ja, und da haben Sie eben schon. Aber das ist möglicherweise der Fehler gewesen, dass man das immer nur in diesem einen Punkt alles fokussiert hat. Das hätte ich gleich auch noch selbst erwähnt. Ja, genau das ist der Punkt, ja, dass eben Telematik weitaus mehr ist als nur Gesundheitskarte. Gesundheitskarte ist ein Instrument, ja, was gewisse Telematikprozesse dort unterstützen soll. Letztendlich ist es ein Verwaltungsauftrag an die Krankenkassen, ja, die nicht mehr taugliche Krankenversicherungskarte durch die elektronische Gesundheitskarte zu ersetzen. Ja. Ich glaube, da gibt es so ein Gesetz, wo drin steht, dass es die schon lange nicht mehr geben darf. Ganz genau. Ja. Aber nun, das wollen wir ja außen vor lassen. Ja, Sie haben mich ja nach der Befragung gefragt. Ja. Und das Maß an Zustimmung ist zu viel gesagt. Ja. Wir haben gefragt,
halten Sie Telematik und Telemedizin ja für bedeutsam in der Zukunft in der Medizin? Und 86-87% ja, haben mit Ja geantwortet. Ja. Jeweils 2 oder 3% mit Nein. Ja. Und ganz wenige, die geantwortet haben, haben keine Meinung dazu. Ja, nur 8 oder 9%. Ja. Interessant ist dann, ja, wenn man weiter in die Tiefe geht. Ja, wenn man dann nämlich hinterfragt, ja, was glauben Sie denn, wie die Bedeutung für Sie selbst in der Praxis sein wird. Da hat sich gezeigt, ja, dass also dass der Unterschied ja nicht in den Generationen liegt. Ja, nicht zwischen alt und jung, ja, also junge Technikaffine, alte eventuell reservierter, sondern das hat damit zu tun, ja, wo man gerade seinen Arztberuf ausübt. Also alte Überzeugung, ja, die ich immer auch wieder geäußert habe, ja, Karl Marx hat insofern recht, ja, das Sein bestimmt das Bewusstsein. Ja. Das heißt also, die Krankenhausärzte, ja, sind ganz überwiegend der Meinung, dass also alle Funktionen, die die Gesundheitskarte unterstützen soll, nicht explizit jetzt mit der Gesundheitskarte verbunden, aber beispielsweise der elektronische Arztbrief, die elektronische Patienten- oder Fallakte, der Notfalldatensatz, dass die von enormer Bedeutung sind. Ja. In der Praxis ja, sieht das ein bisschen anders aus. Ja. Da ist also eine deutlich reserviertere Haltung dazu zu sehen. Und das ist auch nachvollziehbar, denn das Informationsdefizit entsteht nicht ja in der Grundversorgung bei den Hausärzten. Ich glaube, dass die also tatsächlich ihr Datenmanagement auf herkömmliche Art und Weise unterstützt ja durch die Praxisinformationssysteme ganz gut im Griff haben. Das Problem tritt auf der hohen Versorgungsebene auf, da wo wirklich ganz Schwerstkranke interdisziplinär von verschiedenen Behandlern ja betreut werden, die teilweise also heute noch mit erheblicher Schnittstellenproblematik zu kämpfen haben. Also da ist eigentlich diese Differenz, ja, die man da erkennen kann, ja sehr gut nachvollziehbar. Sehr eng liegen sie beieinander, ja, bei der einen einzigen Frage, ja, die elektronische Verordnung. Da sieht keiner eigentlich so richtig den Bringer. Und das war ein zweiter Fehler, den man gemacht hat bei der Einführung. Es gibt noch viel mehr, aber ein zweiter Kardinalfehler, dass man gedacht hat, das ist doch so einfach, das nehmen wir als Schulhilfefunktion, dass jeder sieht, ja, das bringt was. Ja. Und es hat sich gezeigt, es ist überhaupt nicht einfach, ja, sondern es ist enorm schwierig. Und alles das, und das ist auch schon mehrfach angeklungen, was mit Schwierigkeiten ja verbunden ist, was also für den potenziellen Anwender ja eher Schaden verspricht als Nutzen und nicht nur für die Patienten, sondern auch für Arzt und Ärztin, ja, kann natürlich keine Akzeptanz finden. Man wäre ja mit dem Staubbeutel gepudert, ja, wenn man freiwillig ja sich auf Sachen einlassen würde, von denen man glaubt, sie schaden einen. Das kann man von niemandem erwarten. Und von daher bin ich völlig bei Herrn Müller. Ja, es war wichtig, jetzt einfach innezuhalten, ja, alle mehr einzubinden, ja, in die Entwicklung und damit eben auch sozusagen die Akzeptanzbasis zu verbreitern. Ja, wir werden nie eine 100%ige Zustimmung bekommen. Das kommt erst im Laufe der Zeit, ja, wenn das Teil der Regelversorgung geworden ist. Das gilt für alles grundsätzlich, ja, was mit Telematik, Telemedizin zu tun hat. Aber diese Befragung hat uns erstmals ja ein paar Daten an die Hand gegeben, die uns so ein bisschen die Orientierung ja erleichtert, ja, wenn es darum geht, ja, Telematik und Telemedizin ja auch in der Ärzteschaft ja ein bisschen positiv zu verbreitern. Herr Bartmann, herzlichen Dank. Auch Sie nehmen Platz in der Runde. Und